Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wow, draußen ist es so dunkel geworden. Es ist zwar nachts vielleicht nicht so gut zu sehen, aber seht her, der Nebelsee. Wow. 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 Alter, das sieht echt verdammt geil aus. Moment, einmal anders hinsetzen. Mikrofon richten. So. Das ist unglaublich. Wer würde so hoch oben einen so großen See erwarten? Und dieses umherschwebende Volbeat und Illumisee. Wunderschön. Unter diesem Ort quillt unablässig Wasser nach oben. Sein Strom ist so stark, dass es schon vor langer Zeit einen riesigen See bildete. Nun, richtet euren Blick auf die leuchtende Stelle in der Mitte des Sees. Ja, ich sehe sie. Das Leuchten kommt von unten. Jetzt grün-blaue Strahlen, oder? Ja. Geht näher ran und seht genauer hin. Okay. Ah! Was könnte das sein? Ich komme nicht drauf. Was verursacht Herzrasen bei mir? Aber warum? Warum bewegt es mich so? Warum ist mein Puls plötzlich so schnell? Das ist fantastisch, aber was ist das? Es hat so eine mysteriöse Aura. Das ist ein Zahnrad der Zeit. Ja, was? Das ist ein Zahnrad der Zeit? Ja. Ich bewache das Zahnrad der Zeit. Das ist der einzige Grund, aus dem ich hier bin. Okay. Vor euch haben schon andere versucht, hierher zu kommen. Aber ich habe die meisten mit meiner Illusion von Groudon verscheucht. Groudon? Wie hast du es gemacht? Ich erschaffe es mit Hilfe meiner psychischen Fähigkeiten. So in etwa. Uah. Es besteht kein Grund zu erschrecken. Wie gesagt, es ist nur eine Illusion. Was ihr bekämpft habt, war nichts weiter als das. Es hat es schon andere gegeben, die meine Illusion von Groudon besiegt haben. Sie haben es geschafft, an diesen Punkt zu gelangen. Aber es waren Eindringlinge. Also habe ich ihnen das Gedächtnis genommen. Und so habe ich den See geschützt. Er hat das Gedächtnis genommen? Ach ja, richtig. Wir hoffen, dich etwas fragen zu können, Selfie. Das ist mein Partner Doki. Mein Partner ist jetzt ein Pokémon, aber war früher ein Mensch. Oh, wirklich? Ein Mensch? Ja, aber Doki hat jede Erinnerung an das Dasein als Mensch verloren. Also fragen wir uns, hast du Doki schon einmal hier gesehen, Selfie? Hast du Doki das Gedächtnis genommen? Und ist das passiert? Ist jemals ein Mensch hierher gekommen? Erinnerst du dich, ob so etwas geschehen ist, Selfie? Die Antwort lautet, nein. Kein Mensch war jemals hier. Was ihr auch wissen solltet, ich lösche nur die Erinnerung an den Nebelsee. Ich kann keinem Lebewesen das gesamte Gedächtnis nehmen. Ich habe nichts mit dem Gedächtnisverlust deines Partners zu tun. Und auch nicht mit der Verwandlung in ein Pokémon. Den Grund dafür müsst ihr woanders versuchen. Oh, tja, in Ordnung. Anscheinend warst du also noch nie hier, Doki. Selfie, wir hatten gehofft, von dir mehr über meinen Partner zu erfahren. Was ist das? Ein Zahnrad der Zeit, ein Zahnrad der Zeit. Tja, zu schade. Was? Knuddeluff. Wir können kein Zahnrad der Zeit mitnehmen. Ja, Knuddeluff. Wow, fantastisch. Und wer mag das sein? Das ist unser Gildenmeister. Hurra, Freund, mein Freund, 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 Freund. Hurra, Freund, mein Freund, Freund, erstaunlich, Freund. Seht euch diese umwerfende Aussicht an.
Ich bin froh, dass wir hergekommen sind. La di la, di la di da. Dieses Knödelhof, ey, dieser Knödelhof. Immer wieder. Nee. Herrlich. Herrlich. Puh. Nee, puh. Endlich sind wir da. Ich kann nicht reden. Keine Zeit zu verschlafen. Wir müssen uns beeilen. Hey, hey. Da drüben ist jemand. Gehen wir. Oh, sag ich schon, es ist Crowder. Friss mich nicht. Ich bin nicht so schmackhaft. Hallo, alle miteinander. Stimmt etwas nicht? Gildenmeister. Oh, kümmert euch nicht darum. Seht euch das mal an. Er sprudelt. Wie schön, wie schön. Hoch. Harter Style, Alter. What the fuck? Oh, wie es schimmert. Oh, jawohl, ja. Oh, das hat was. Ja, der Geysir in dem See bricht hin und wieder aus. Er sprudelt Wasser nach oben wie ein Springbrunnen. Und das Zahnrad der Zeit strahlt von unten herauf. Und gleichzeitig leuchten zahllose Illumisee und Volbeat auf der Wasserfontäne. In ihrer Harmonie sind sie die Essenz der Schönheit. Oh, der Schatz, der Schatz. Der Anblick des Nebelsees muss der Schatz sein. Ja, wahrscheinlich. Irgendwas ist mit dem Mikrofon gerade nicht so irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das nicht so ganz richtig. Siehst du die Aussicht, Doki? Das ist einfach traumhaft. Es ist schade, dass wir nichts über deine Vergangenheit herausgefunden haben, Doki. Aber ich bin froh, dass wir gekommen sind. Es freut mich, dass wir einen so schönen Ausblick zu sehen bekommen haben. Ich bin wirklich glücklich. Ich bin auch so froh, dass ich hergekommen bin. Sicher, wir haben nichts herausgefunden. Nicht herausgefunden, wer ich bin, aber... Nein, Moment mal. Selfe sagte, laut Selfe war ich noch nicht hier. Aber wenn das wahr ist, woher kannte ich diesen Ort dann? Das Zahnrad der Zeit. Wenn ich das Zahnrad der Zeit sehe, wieso schlägt mein Puls schneller, wenn ich es ansehe? Diese Unruhe, die ich empfinde. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Entschuldige bitte, dass wir dich gestört haben. Es war fantastisch. Freund, Freund, Freund. Ich werde eure Erinnerungen an diesen Ort nicht auslöschen. Ihr habt mein Vertrauen. Aber ich muss euch bitten, das Geheimnis um diesen Ort zu bewahren. Sicher, vielen Dank. Wir wissen, was wir zu tun haben. Weißt du, es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Dieses hier muss in Sicherheit bleiben. Wir werden nie auch nur ein Wort über diesen Ort verlieren. Ich schwöre im Namen der Knuddelhof-Gilde. Bitte halte dieses Versprechen. Okay, machen wir uns auf den Weg. Plaudergei, wenn ich bitten darf. Ich fliege schon, Gildenmeister. Pokémon, wir gehen zurück in die Gilde. Hurra! Marschrichtung Schatzstadt. Die lange und abenteuerliche Expedition der Gilde geht zu Ende. Knuddelhof und die Gildenmitglieder kehren zur Gilde zurück. Für Doki und die Lehrlinge beginnt erneut die Routine. Das normale Trainingsprogramm ist wieder an der Tagesordnung. In der Gilde kehrt der Alltag ein. Yeah! Wir wollen über den Nebelsee und überall um ihn herum sind verschwunden. Meine Güte, ich kann nicht reden. Der Erkundungsdienstverband hat eine Nachricht geschickt. Ja, Schatzbeutel vergrößert. Nice. Augenblick, da ist noch eine Nachricht. Die Bonus-Episode Wundersamer Fluffeluff wurde freigeschaltet. Geil. Um eine Bonus-Episode zu spielen, wählen Sie in der Episodenliste im Hauptmenü aus. Wenn du eine Bonus-Episode spielen möchtest, speichere dein Spiel schon und kehre zum Hauptmenü zurück. Machen wir am Ende des Let's Plays.
Oh Mann. Oh fucking Mann. Ich glaube, die. Also es gibt ja 5 Bonusmissionen. Und ich. Damals, es war. Nee. Das war schlimm. Damals habe ich so gegen. Ich denke so. 23 oder so angefangen, die Episode zu spielen, weil ich mir dachte, ach, das ist nur so eine Bonus-Episode, die dauert nicht lange. Am nächsten Morgen. Und dann zocke ich und das hörte einfach nicht auf und da war es einfach irgendwann 3 Uhr nachts. Weil ich einfach so lange an dieser Bonus-Episode gehangen habe, weil ich einfach nicht erwartet habe, dass sie so lange ist. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, morgen wird Zeit, die Arbeit zu gehen. Hurra! Es war Zeit, das Geldentraining wieder aufzunehmen, Doki. Geben wir uns richtig Mühe. So gefällt ihr mir mit Schwung in den neuen Tag. Beeindruckt. Mal sehen, ob ihr diesen Schwung heute auch nutzen könnt. Was? Du kannst den Fußabdruck nicht identifizieren. Was soll das heißen? Ich versuche es ja dir zu erklären, aber ich kann nicht erkennen, was ich nicht kenne. Wo liegt das Problem? Auf dem Gitter steht ein Pokémon, dessen Fußabdruck wir nicht identifizieren können. Dickt das ein hervorragender Wachposten. Es kommt selten vor, dass er bei einem Fußabdruck passen muss. Wenn diese beiden Wachdienst hätten, wäre es keine Überraschung. Hey, ja, tatsächlich? Tja, wenn es so selten vorkommt, dass Dickter passen muss, was war dann, als wir das erste Mal zur Gilde kamen? Da habt ihr den Fußabdruck von Doki nicht erkannt. Nicht wahr, Doki? Hm. Wie bitte? Du willst unsere Gildenleiste treffen? Der Name ist Zwölfinst. Oh, einen Moment bitte. Zwölfinst. Der weltberühmte Zwölfinst. Was ist... Wer ist Zwölfinst? Der hat nicht mal einen Fußabdruck. Danke für den Besuch. Welche Ehre. Ach was. Das ist doch selbstverständlich. Es ist mir eine Ehre. Es bereitet mir das größte Vergnügen, die Knuddeluftgilde zu besuchen. Sie ist berühmt. Entschuldige gerade, bitte, Krakelo. Was willst du? Wer ist dieser Besucher? Was? Ihr habt nicht zum Zwölfens gehört. Der berühmte Erkunder. Ja, weißt du, ich habe noch nie etwas von ihm gehört. Das überrascht mich eigentlich nicht. Er ist erst seit kurzem bekannt. Er ist aus dem Nichts aufgetaucht, wie ein Komet. Er wurde über Nacht berühmt. Seine Fähigkeiten als Erkunder sollen ganz außergewöhnlich sein. Na, dieser Zwölfens ist also wirklich so umwerfend? Oh ja, ich habe noch mehr über ihn gehört. Er geht die Dinge ganz anders an, als die... Ganz anders... Warte, anders als alle anderen an. Erstens arbeitet er nicht in einem Team. Er erkundet immer allein. Allein? Genau, dazu muss er sich seiner Fähigkeiten ziemlich sicher sein. Aber wisst ihr, was noch unglaublich ist? Sein unheimliches Wissen. Er scheint nichts auf der Welt zu geben, das er nicht weiß. So viel weiß er. Oh, da ist er so klug. So lautet das Gerücht. Aber sein Wissen hat er schon durch viele erfolgreiche Erkundungen bewiesen. Viele Leute bewundern Zwölfens für seine Leistungen. Darum weiß ich, dass die Gerüchte über sein großes Wissen stimmen. Kommt Zwölfens hier oft zu Besuch? Nein, das ist das erste Mal. Darum hat Dickter ihn nicht erkannt. Ich glaube, der Gildenmeister trifft ihn auch gerade zum ersten Mal. Was? Warum ist er dann so freundlich? Tja, so ist unser Gildenmeister eben. Ja, stimmt. Sogar wenn er jemanden zum ersten Mal trifft. Verstehe. Nun... Das muss eine ziemliche Enttäuschung für deine Gilde gewesen sein. Ja, die Expedition war reine Zeitverschwendung. Wir haben nicht das Geringste herausgefunden. Ich hatte gehört, dass die Knuddeluftgilde eine Expedition zur Suche nach dem Nebel sie plante. Ich kam hier in der Hoffnung, etwas über euren neuesten Triumph zu hören. Tut mir leid, wir haben nichts entdeckt. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich bin darüber nicht unglücklich. Immerhin war es ein Anlass, euch zu besuchen. Ich habe vor, eine Weile in Schatzstadt zu bleiben. Darf ich während meines Aufenthalts gelegentlich vorbeikommen?
Eure Gilde erhält immer die neuesten Nachrichten. Eine gute Quelle wäre sehr hilfreich für meine Erkundungen. Kein Problem. Wir haben hier ständig Besuch von anderen Erkundungsteams. Du bist jederzeit willkommen. Alles Servus, dies ist Zwifflings. Es wird sich eine Weile in Schatzstadt aufhalten. Behandelt ihn mit besonderem Respekt. Zwifflings ist sehr berühmt und sehr belesen. Ich bin sicher, dass jeder gerne seinen Rat hören würde. Aber übertreibt es nicht, wir wollen ihm nicht zur Last fallen. Nur Pokémon, unser Gast ist zwar eine Berühmtheit, aber er spart uns die Peinlichkeiten, ihn um Autogramme zu bitten. Ach was. Wenn ihr Autogramme wollt, lässt sich das sicherlich einrichten. Aber Ratschläge, das bringt mich in Verlegenheit. Ich kann kaum einen Ratschlag erteilen. Ich bin jedoch froh, wenn ich euch in irgendeiner Weise dienen kann. Wenn ihr irgendeine Bitte an mich habt, zögert nicht, mich zu fragen. Jawohl, ja, es ist mir eine Ehre. Oh, ich bin überglücklich, die kennengelernt zu haben. So, Pokémon, ihr könnt gehen. Ich glaube, ich werde mich ein wenig in Schatzstadt umsehen. Ihr könnt euch jederzeit an mich wenden. Guten Tag. Hau rein, Bro. Oh, ihr zwei. Um auf das zurückzukommen, von dem ich zuvor sprach, eure Aufgabe für den heutigen Tag ist, ich will, dass ihr... Ja. Ja. Wir haben doch noch ganz viele Aufträge. Stachelberg, genau. Hitzekoller. Ich wollte ja Hitzekoller haben unbedingt. Machen wir gleich den Stachelberg. Gut. Dann jetzt erstmal Items lagern. Oh, wir haben ja Items. Och ja. Und Geld. Ja. Boah. Alter, haben wir viel Geld. Warum haben wir so viel Geld? Geil. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, Xatu dürfte offen haben, oder? Ja. Dann gehen wir jetzt erstmal lagern und danach nehmen wir die ganzen Boxen mit, die wir dann... Ja. Ja. Verwandeln können oder was auch immer das ist. Ey, zack, 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 zack. Ja. Ach ja. So. Hallo Xatu. Schätzen lassen. Finsterbox, schätzen. Und so hat es sich offenbart. In der Box war das Item Goldband. Okay. Und was ist in der Box? Und so hat es sich offenbart. In der Box war das Item Togeti. Togeti? Feder? Okay. Magma-Klaue. Ich weiß halt nicht, was die ganzen Items bringen. Fionelied, okay. Das Goldball können wir verkaufen. Für Targetick erhöht den Angriff ein wenig. Bewahre es im Schatzbeutel auf, damit folgende Teammitglieder davon profitieren. Okay. 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 Ja. Ja, auf jeden Fall. Schön.
Aber in dem Part wird dann nicht wirklich was gemacht, außer die Story gehört. Wir haben keinen einzigen Dungeon gemacht. Der Part ist halt einfach gleich vorbei. Läuft. Wir nehmen davon erstmal nichts. Ich muss gleich gucken, ob wir noch ein Kraftband haben, weil wenn nicht, dann kaufe ich das Kraftband. Später für Knacklion. Hier haben wir nichts wirklich. Wow. Kann da nicht mal irgendwie eine coole TM sein oder so? Hey, Mel. Okay. Okay, wir haben noch eins. Oh Mann, sorry. Kaufen wir die drei? Ja, komm, wir kaufen die drei. Und verkaufen das Goldband. Ja, gern geschehen. Dankeschön. So, jetzt können wir aber die Belebersamen erstmal lagern. Wir brauchen jetzt nicht so mega viele. Ja, drei lagern, drei mitnehmen, ist okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir Geld lagern und dann auf den Stachelberg. Jo. Ja. Jobliste. Ausüben. Sind halt nur echt B- und C-Missionen. Halt nicht wirklich was überkrasses. Aber egal.